Jörg, wir haben vorhin schon ein bisschen diskutiert so über die Bilanz. Der Richard hatte vor der WM gesagt, es könnte so eine Wundertüte werden. Ist es am Ende auch gewesen, sowohl für uns als auch irgendwie so die Weltmeisterschaft insgesamt, oder? Ja, wir müssen erstmal sagen, dass die Weltmeisterschaften insgesamt wirklich gut organisiert gewesen ist. Die Südafrikaner haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und es hat echt sehr viel Spaß gemacht, dann auch hier zu spielen. Vom spielerischen, vom ergebnisorientierten Analyse ist es so, dass wir natürlich auch natürlich mehr erhofft haben. Aber das hat oder haben die meisten Nationen. Am Ende ist es so, dass wir eine Medaille hier geholt haben. Und das ist ein herausragendes Ergebnis. Bei den Damen sehr, sehr stark gespielt. Und wir haben beim Doppel eine Medaille geholt, wo keiner mit gerechnet hat. Wo die Jungs aber mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen nach der Auslosung schon in die ersten Spiele reingegangen sind. Natürlich kann man sagen, im Einzel ein, zwei Spiele mehr zu gewinnen. Aber ich sehe es immer sehr, sehr realistisch. Es ist erstmal ein Spiel, wo auch ein Gegner gegenübersteht, der gut spielt. Und das haben die Gegner wirklich gut gespielt. Und wir wissen einfach, dass wir uns steigern. Das habe ich davor auch schon gesagt gehabt, dass wir einfach Trainingssession brauchen, um im Endeffekt dann die Spieler auf ein besseres Niveau zu bringen. Das wissen wir, aber für uns, und das steht einfach auch da, Deutschland hat wieder eine Medaille geholt. Ich glaube, das war jetzt viermal ineinander bei einer Weltmeisterschaft, dass wir eine Medaille geholt haben und gefühlt seit 1989 bei jeder großen Veranstaltung wir mit einem großen Erfolg, mit einer Medaille. Punkt. Das steht einfach da. Jetzt hatten unsere Jungs im Einzel ja auch viel Pech. Drei sind allein im siebten Satz rausgegangen. Was hast du da eine Analyse, warum da vielleicht dann am Ende das Quäntchen Glück gefehlt hat oder dass das Quäntchen einfach gefehlt hat? Ja, Glück hat da nicht gefehlt. Also es ist einfach so, dass in der Phase das, was die Spieler auch spüren, einfach eine Substanz gefehlt hat, da nochmal was zuzulegen, weil vor allem im siebten Satz doch viele einfache Fehler gemacht worden sind, viele Fehler, die nicht passieren dürfen, vor allem auch nicht, wenn man zweitbeste Nation der Welt ist und den Anspruch hat, gut zu spielen, dann darf das nicht passieren. Aber wir wissen, warum es passiert ist und daran werden wir arbeiten. Aber man muss im Endeffekt das auch alles realistisch sehen. So knapp ist es im Sport auch. Man hat es eben auch im Doppel auch gesehen. Ja. Bei 3-2 im Dimas ein Ball, im fünften, dann wäre es 4-2 gewesen, danach einen guten Flip ist 5-2 und dann wechseln sie. Also am Ende haben sie ja mit 4-5 gewechselt statt 5-2 und so ist es im Sport, deswegen lieben wir ihn auch so. Aber es ist immer eine gute Analyse zu machen, aber das Entscheidende ist das, was in der Trainingshalle passiert und da haben wir zu wenig gemacht. Meine Analyse ist, Achtung, nein, meine Beobachtung ist, dass bei diesem Turnier es unheimlich viele, gerade bei den Männern, unheimlich viele Überraschungen gab, auch unheimlich viele enge Matches jetzt bei uns. Hast du dafür eine Erklärung? Ist das jetzt vielleicht mal eine Ausnahme oder hat es irgendeinen Hintergrund aus deiner Sicht? Man sieht es ja immer bei den großen Meisterschaften, dass es erstmal viele Überraschungen gibt, aber man sieht es aber auch bei großen Meisterschaften, dass am Ende auch ein, zwei Bälle dann auch wichtig sind, entscheidend sind. Die haben wir die letzten 30 Jahre auf unsere Seite oft gezogen. Ovtcharov gegen Calderano bei den Olympischen Spielen war jetzt am Anfang sehr viel Krampf, am Ende auch sehr viel Glück und am Ende steht eine Medaille für Dima da oder stand eine Medaille für Dima da und so ist es im Sport und wir können nur sagen, dass wir wieder hier die Medaille geholt haben, dass Europa ganz klar generell daran arbeiten muss, dass nicht zu viele Asiaten oben stehen. China natürlich sehr dominant, das ist klar, aber im Endeffekt, wir wissen, dass die Koreaner stark sind. Wir wissen aber auch, dass in Europa viele gute Nationen es gibt. Und wir sind die Letzten, die immer irgendwo sagen, ja, wir sind die Besten in Europa und alles ist gut. Sondern wir gehen da schon mit sehr viel Demut ran und wissen, dass bei den Europe Games oder Europameisterschaften oder nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen, das wieder von Anfang an fängt mit sehr viel Herzblut, das man reinlegen muss, um am Ende vielleicht dann wieder eine Medaille zu holen.